Liebe Gäste und Fans des Hörkanals und des Adventskalenders 2020, heute öffnen wir nun das letzte Türchen am Adventskalender. Und hinter der 24 verbirgt sich Weihnachtslied von Detlef von Liljenkron. Seht, der jetzt hier vor euch steht, ist ein Engel aus dem Himmel, von den Sternen hergeweht, ach, ins irdische Gewimmel. Manches hab ich angeschaut, ganz zuletzt die Weihnachtsbäume und darunter aufgebaut tausend wachgewordene Träume. Mit Knecht Rupprecht ging ich viel vor den schönen Christkindtagen, immer neu war unser Ziel, seinen Rucksack half ich tragen. Unserer Gaben Fülle lag fest verschlossen in Verstecken, das nicht vor dem Jesustag Naseweischen sie entdecken. Ein klein Lottchen konnte ich sehen, mit dem Brüderchen, dem Fritzen, suchten emsig auf den Zehen Schlüsselloch und Türenritzen. Kinder ward der alte Mann böse, zeigte schon die Rute, doch ich tat ihn in den Bann, bis ihm wieder lieb zumute. Und nun trägt vom hellen Baum jeder seinen Schatz in Händen, und er lässt sich selbst im Traum die Geschenke nicht entwenden. Ganz besonders diesmal fand Märchenbuch ich und Geschichten, denn ich kam in jedes Land, wo die Menschen alle dichten. Bleibt ihr artig, kleine Schar, wird Knecht Rupprecht an euch denken, bringt euch auch im nächsten Jahr einen Sack voll von Geschenken, und dann steht ihr wie im Traum, und noch einmal seht ihr wieder Kerzenglanz und Tannenbaum und hört alte Weihnachtslieder. Und nun wünsche ich euch allen ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest, schöne, friedliche Tage, alles, alles Liebe und Gesundheit. Eure Eva.